kommen wir vom Streit, was wir da spielen haben dürfen. Die nächsten warten so, der nächste, okay. Der Hermann. Und da haben wir das Vergnügen, da haben wir noch alles spielen dürfen. Da gebe ich das Wort ab an Hermann. Dankeschön. Einschalten. Das graue Hobby. Verfluchte Technik. Alter, grüß Gott mit der Hand. Jetzt bin ich auch dran. Blätterwinkel, aber wenn ich bei der Führer gehe, dann denke ich schon. Alter, ich fühle mich um 10 Jahre zurückversetzt. Weil, es wisst ihr, ich habe auch schon öfter da gestanzelt und Musikantentreffen gehalten. 11 Jahre lang. Und da waren auch der Rucker auch öfters dabei. Silberberg, Sängerwand. Viele Gäste waren auch da, wenn ich so eine Runde schaue. Und mir kommt es viel, weil in der Zeit gar nicht vergangen war. Und ich darf mich natürlich herzlich bedanken von der Gisela für die Einladung. Benefiz, Musikantentreffen heute. Da machen wir natürlich auch mitmachen, wenn man das ganze Jahr unterwegs ist und schöne Sachen erlebt. Und dann kann man auch mal für einen guten Zweck um ein Sitz auftreten. Und es ist schön, dass das gekommen hat, schon dass nicht mehr gekommen haben. Aber ich darf auch sagen, für Gisela, für dich, dass es immer anricht für die Kinder. Ich hätte ja mal sagen, einen riesen Applaus, dass sie das macht. Für uns Musikanten und Sänger ist es schön, dass wir wieder einmal zusammenkommen, dass wir uns wieder einmal gesehen haben, dass wir eng wieder einmal singen. Hey, das ist auch das Schöne bei uns Sänger und Musikanten. Wir kommen überall hier und überall sehen wir schöne Leute. Also fast überall. Und da ist auch mal ein Ehepaar gewesen, gell, die haben da mal drei so schöne Bäume gehabt. Gell. Einer ist schöner als der andere. Und dann ist der vierte Baum gekommen, der war total kreislich. Hey, der war so hässlich, den hat man gar nicht anschauen können. Er hat der Mann gesagt zu ihr, sag einmal, wer gibt's denn nicht, da haben wir drei so schöne Bäume. Und der vierte ist also kreislich geworden. Hat er gesagt, bist bereit, bist du fremdgegangen? Hat sie gesagt, das will ich nicht. Ja, da ist auch einmal Ehepaar gewesen, die haben wir gleich 7 Bäume gehabt. Hey. Vor dem Film da war einer dabei, der hat nicht schmerzen können. Der hat nichts gesagt. Haben wir alles probiert, der Doktor, der Logopäden. Der hat nichts gesagt. Da sind sie am Fahrer gegangen. Hat der Fahrer gesagt, da kann nur noch ein Wunder helfen. Vielleicht das heilige Wasser von Lourdes. Ja, hat er gesagt, das probieren wir auch noch. Hat er gleich einen Baum gepackt, den Flieger rein. Und ist auf Lourdes habe ich geflogen. Dann hat er gleich 3 Minuten getaucht im Einbrunnenkessel. Weil der Wasser gekommen ist, hat er gesagt, Vater, du spinnst. Dann hat er gleich heimgerufen, hat er gesagt, steh davor, der Bau kann reden, der kann reden. Er hat zwar nicht geschehen gesagt, weil er gesagt hat, Vater, du spinnst. Dann hat sie gesagt, da hat er auch recht gehabt, weil du hast einen verkehrten Weg genommen. Ja, die meisten werden mich auch kennen als Holzentlohner von Waschbär. Und da habe ich ja schon einiges erlebt. Auf die Hölzer, da ist der Brautpaar vor der Kirche gestanden. Und bevor da aus der Pfarrer rausgekommen ist, hat er sie aufgedupft von der Seite. Hat sie es angeschaut, hat er ihr ein Watschen gegeben. Hat er gesagt, spazel das mal so, dass du gleich auskennst, weil bei uns einmal der Wind hergeht. Ja, sie hat sich das eingelassen, hat ihn trotzdem geheiratet. Und bei dem Wasser kommen wir von der Kirche. Dann hat sie am Affe dupft, hat sie erhydriert, dann hat sie noch ein bisschen nicht geschmiert. Hat sie gesagt, 6 so schnell kann sich der Wind tragen. Ja, es gibt da, weil ihr seht, wahrscheinlich hat die meisten da so verheiratet, viele haben da schon selber hölzert, hinter sich, oder? Ist etwa? Ja, da war einmal ein Paar, die haben eine Silberhochzeit gefeiert, gell, 25 Jahre. Ja, da haben sie natürlich schon zum Essen gegangen. Und dann haben wir uns auf einmal eine Flasche Wein getrunken und noch eine Flasche Wein und auf einmal ist er ein wenig schmerzig geworden, gell? Hat er gesagt, Spottel, hat er gesagt, dann haben wir 25 Jahre geheiratet. Und ich bin allerweit zufrieden mit dir. Aber er hat gesagt, man hat da was beichten. Weil in den 25 Jahren, als einmal vorgekommen, da hat er auf Zeit gegangen bin. Und das wollte er jetzt ein Hemd beichten. Ja, mein hat sie gesagt, das ist jetzt ja nicht so schlimm. Hat sie gesagt, bei mir ist es auch 3 Mal vorgekommen. So hat er gesagt, gleich 3 Mal.
Ja, hat sie gesagt, das erste Mal, weil wir ein Haus gebaut haben, hätten wir doch keinen Kredit nicht gekriegt von der Bank. Dann habe ich eine nachher mit dem Bankdirektor verbringen müssen, dann haben wir den Kredit gekriegt. Ja, hat er gesagt, wenn das so war, hat er gesagt, das Podl ist verzeiht. Ja, und das zweite Mal, ja, hat sie gesagt, das zweite Mal was, weil du dir einen Führerschein umhalten, weil du mit deinen 2 Promille bei Rad über Dampe gefahren bist. Dann habe ich eine Nacht mit dem Polizeihauptwachtmeister verbringen müssen, dann hast du deinen Führerschein wieder gehabt. Ja, heute hat er gesagt, hat mir schon gewundert, gell, dass das so schön gegangen ist, der selbst. Ja, hat er gesagt, Spudel, das ist so fein, so nichts, ich verzeihe dir auch. Aber was war es noch, das dritte Mal? Ja, mein Herr sagt, das dritte Mal hat sie gesagt, was du selbst, weil du Bürgermeister geworden bist. Dann sagt er, warum, weil ich Bürgermeister geworden bin? Ja, sie gesagt, da hätten doch 48 Stimmen gefeiert. Ja, und es sind da wahrscheinlich auch einige da, die mir schon goldene Hälse gefeiert haben. Ja, auch mein Bruderherz vor 2 Tagen. Dem werden wir herzlich gratulieren zur goldenen Hälse. Und da ist auch, da war es nämlich Eibsee, da ist auch ein Ehepaar goldene Hälse gefeiert, haben wir da auch einen schönen Tag gehabt. Und dann, weil sie auf Nacht ins Bett gegangen sind, dann hat sie zu ihm gesagt, du weißt es noch, vor 50 Jahren, bevor das wir eingeschlafen sind, hast du allebei noch mal hingehalten. Ja, hat ihr gesagt, da hört der Bratzen. Ja, hat sie gesagt, und weißt es noch, vor 50 Jahren, bevor das wir eingeschlafen sind, hast du mir auch noch einen Bussel gegeben. Ja, sagt er, da hört der Letzten. Ja, da hat es noch keinen Raum gegeben. Hast du gesagt, weißt es noch? Vor 50 Jahren, bevor das wir eingeschlafen sind, da hast du mir doch allebei noch von hinten so ins Ohrwaschel gebissen. Einfach mal da die erste von der Kammer. Schreit sie noch über das dann hin. Hat er gesagt, ins Bad meine Zähne hole ich. Ja, da waren einmal, 2 Freunde haben sie getroffen einmal. Haben sie auch schon lange nicht mehr getroffen. Und der Witz, der ist sehr emotional. Da möchtest du es mitmachen. Das ist einmal gut und einmal schlecht. Wenn es gut ist, dann möchtest du mit der Stimme nach oben gehen. Wenn es schlecht ist, nach unten. Eben, hat einer gesagt zum anderen, wie geht's dran? Ja, mein hat der eine gesagt, stell dir vor, ich hab auch geheiratet. Was sagt er, du hast geheiratet, ist er gut? Ja, hat er gesagt, so gut war das auch wieder nicht, weil ich habe nämlich Pech gehabt und habe einen hübschen Drachen erwischt. Und mein hat er gesagt, du hast einen Drachen erwischt, sagt er, das ist aber schlecht. Nein, hat er gesagt, so schlecht war es auch wieder nicht, weil ich habe einen Haufen Pulver gehabt. Ja, sagt er, wenn er einen Haufen Pulver gehabt hat, sagt er, alles so gut. Nein, hat er gesagt, so gut war es auch wieder nicht. Auch mit dem Geld hat er gesagt, da haben wir gedacht, passt eine kleine Existenz auf. Haben wir 50.000 Schafe gekauft, dabei kommt der Kranke drüber, haben wir die ganzen Schafe hingeworfen. Oh mein, hat er gesagt, die ganzen Schafe haben da hingeworfen, sagt er, das ist aber schlecht. Nein, hat er gesagt, so schlecht ist auch wieder nicht. Weil von der Versicherung habe ich das Geld gekriegt und wo ich habe verkaufen können, dann habe ich mein Geld wieder gehabt. Oh. Ja, sagt er, wenn es dein Geld wieder gehabt hat, sagt er, dann ist so gut. Nein, der sagt, so gut war es auch wieder nicht. Auch mit dem Geld hat er gesagt, haben wir noch ein Haus gekauft, gell? Und dabei, in August ist gewesen, hat der Blitz eingeschlagen, ist mir das ganze Haus abbrennt. Oh mein, hat er gesagt, das Haus ist am Anobrennen, sagt er, das ist aber schlecht. Nein, hat er gesagt, so schlecht war es auch wieder nicht, weil sie waren noch drin. Rückerspitz auf nachher, bin ich schon zufrieden, war ein Gein, hat die Liage der Burgstanzl vorsing. Oberreisinger, ich kannte nicht einmal anspeimen, das sei das ist gewiss, weil das bei uns da herum sehen, ich drücke eine Baustein halt ins. Ich bin der Fleischmann, Hermann vom Osprey, so stell ich mir alleweil vor.
aber noch fünfmal bin ich nicht mehr der Hermann, sondern der Herminator. Aber heute könnt ihr ein wenig mehr trinken, ja. Da bringt sich gerade dran, weil ich natürlich nicht weit haben, weil ich zu Fuß gehen kann. Ja, ich bin Chef vom Nachbardorf, das ist so perfekt. Ja, da haben wir jetzt natürlich da herin im Dreiländereck. Vor 40 Jahren bin ich jetzt schon halt ein Lohner, aber der Job, der ist hirt, wenn man jeden Samstag mit anschauen muss, weil ein junger Mann aus dem Leben gerissen wird. Ja, früher hat man Drachen getötet und Jungfrauen geliebt. Heutzutage heiraten sie Drachen, weil es keine Jungfrau mehr gibt. Und wenn sie heute einen Romantier schaut, wo er meint, dass sie ihm gefällt, aber sie es kontrollieren und nicht der Boots überfällt. Viele junge Bauern kriegen heute keine Frau nicht mehr, die haben in der Liebe kein Glück gehabt, wissen sie auch warum, weil es in der Bauern keine gibt. Viele junge Damen haben heute eine Rose am Arsch tätowiert, da kannst du warten, bis in 20 Jahren eine ganze Hecken draus wird. Ja, und der Opa sagt zur Oma, ob sie keinen BH anhat. Hat sie gesagt, weil hast du das gespannt, sagt er, dein Gesicht ist so glatt. Aber der Jäger sagt zum Politiker, uns fürchtet jedes Tier, sagt der Politiker zum Jäger, aber die größeren Bett schießen wir. Aber der Unterschied zwischen einem Politiker und einem Klimakleber, der ist auch ganz cool, weil der Klimakleber gibt an der Straße und der Politiker am Stuhl. Jeder weiß, dass mit unseren Politikern sowieso nicht mehr hinhaut. Darum haben wir uns einen Eiwanger nach 35 Jahren noch in die Schultaschen reingeschaut. Aber das hat er nicht gesehen. Jetzt, ja, das war ein Eigentor schon, weil die Freien Wähler, die haben jetzt gekommen voran. Und das Rindfisch geht auf die Wiese ins Gras hineingestellt. Und wenn die Kuh scheißt, kommt wieder ein Grüner auf die Welt. Wir wollen über Politik und nicht singen. Ja, das wäre ein Geschmarrn schon, drum schau mal, leben ja die Leute ein wenig an. Der Reisinger ist gekommen von Bogen, einer hat sein Ratschen dabei und natürlich auch noch so ein Flöten, aber er bringt nichts in die Reihe. Ja, und der Zander sein gekommen, ja, das ist so ganz schön, aber die wenigstens so dabei von Zöhnen nicht arbeiten, darum hat er auch kein Problem. Ja, danke fürs Bier, ja, das würde ich gleich sagen, aber ich hab noch zwei Musikanten hinter mir, die möchten auch noch eins haben. Da glaube ich, bringst du einem gleich besser gleich eine Masse an, weil wir gleich schön, weil die haben wir da sehr durch, da brauchst du nicht so oft gehen. Musik.
Jetzt geh gleich weiter, da nicht wieder sein. Oh, lieber Heinz, da musst